vorstellen, so zu zeichnen. Und sie macht es einfach nur mit Sand. Das ist einfach echt faszinierend. Das ist halt ziemlich gut. Das ist super für unter der Woche. Man kann einfach abtauchen in diese Geschichte und in die Bilder und das so auf sich wirken lassen. Das ist sehr entspannend. Überhaupt die ganze Story, das in Sandbildern zu machen, ist also eine super Idee und ist wirklich sehr schön. Traumhaft schön muss man gesehen haben, wenn man das im Fernsehen sieht. Wir haben es auch schon im Fernsehen bei Supertalent oder irgendwo, kann man alles vergessen. Man muss hier live gesehen haben. Mein Fazit, grandios. Dass man nie weiß, was als nächstes gemalt wird. Dass man so eine Ahnung hat, was jetzt als nächstes kommt, aber man ist sich nicht ganz sicher und ist dann überrascht, dass es dann wirklich so als, ja, mit kleinen Strichen doch dann irgendwie was ganz Tolles entsteht. Also ich fand es fantastisch. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Sehr, sehr beeindruckend und ganz toll. Ich sag mal was anderes. Ist mal im Theater oder Kino oder sonst wie, das und hin und wieder mal. Und das ist ja wirklich was Einmaliges. Ja. Und definitiv weiter zu empfehlen. Sollte jeder sich anschauen, der ein bisschen träumen möchte.